Moin Leute, zweite Folge von Stadtlandfluss Online. Wir gehen direkt rein. Let's go. Das ist ganz komisch. Ich weiß nur nicht, ob wir doppelt. Oh, sind oder es geht nächste Runde. Entschuldigung, Entschuldigung, nur ich habe alleine gedrückt. Nichts. Es geht weiter, Leute. Oh, ist schon vorbei. Krass. Mist. Krass. Ja, also ich habe diesmal auch nicht alles geschafft, leider. Ich glaube, was ist da los? Bist du rausgeflogen? Anscheinend. Ich kann meine Antworten sagen. Ja, dann gibt's machen wir das. Nicht, aber ja, machen wir wenigstens. Die Punkte halt nicht, aber ich habe Soße gewonnen. Ja, perfekt. So, also ich habe als Land Honduras. Yes. Und du bist. Habe ich auch. Perfekt. So, Haiti für Kevin und Honduras auch noch von Andrea. Richtig. Perfekt. So, Stadt habe ich Hannover. Was hast du denn, Michael? Hamburg. Hamburg hat auch Kevin. Ich habe extra nicht Hamburg genommen, weil ich dachte, andere nehmen Hamburg. So ein Heidelberg. Ich habe Hamburg genommen. Heidelberg musste ich direkt an Monopoly denken. So, okay. Games-Spiele. Hitman. Sehr gutes Game. Oh ja. So, was hast du denn? Half-Life. Oh ja, schade. Boah, Human Resource Machine. Okay. Ja. Ho. das muss ich auch. Da warst du gerade am Schreiben vielleicht, oder? Ja, bin ich kurz vor Ende gescheitert. Da fehlt das ALO. Das AL fehlt. Dann hast du Halo. Halo, ja, das wäre auch gut gewesen. Ja. Okay, Todesursache. Heizung explodiert. Upsi. Nicht gut. Oha. Das ist ganz gefährlich. So, Peter, was hast du geschrieben? Ich überlege gerade, ich weiß es nicht mehr. Und noch Hochhauseinsturz, ja, auch sehr, sehr tödlich, tatsächlich. Yeah. Ja, haschische Überdosis. ui. Ja, alles gute Todesursache. Dinge, die man jeden Tag macht. Kevin und ich husten. Handynutzung ist auch. Aber gut, ja, passt. Und was hat Peter geschrieben? Hände bewegen, glaube ich. Ja, das macht man auch. Das macht man. Was ist mit Leuten, die keine Hände haben? Ja. Nein, das erste ist keine Superkraft. Was? Was zur Hölle? Das ist unnötige Superkraft. Hasenkacke riechen? Die kannst du auch ohne Superkraft riechen. Ja, aber so, so aus Entfernung halt, Das sind theoretisch sind das drei. Das steht da aber nicht, also aus Entfernung, nee, das tut mir leid. Mario, also das musst du zugeben. Da musst du selbst. Ich finde das schon witzig. Also da sage ich nichts. Das finde ich jetzt. Ist natürlich kritisch, dass Michael nicht hexen kann. Ja, ernst ist in vollen Zügen. Michael, was hast du denn geschrieben? Haarausfall. Oh nein. Hören alle Ameisenstritte. Ja. Oh. Das wird dann, glaube ich, auch insane machen. Ich würde es lassen. Ja, absolut. Das ist heftig. Ich auch nicht die Ameise ist ja das meistverbreitete Tier auf der ganzen Welt. Alter. Ja. Ich hoffe, man hört jeden einzelnen Schritt. Krass. Ja, dann kannst du dich eigentlich erschießen. Das wird genau. Das ist eigentlich nur unnötig. Das ist eine schreckliche Situation. Da braucht man, glaube ich, einfach ein neues Canceling-Kopfhörer. Du willst Hirsche regnen lassen. Ich will Hirsche regnen. Aber das ist doch unendlich Essen. Ist das nicht unendlich? Ja, das ist unendlich Essen. Also, damit hast du gerade die Hungerprobleme der Welt gelöst. Das ist nicht unnötig. Das ist halt jetzt die Frage. Ich komm rausgeflogen. Machen alles. Oh nein. So. Aber ich x'e meine Hasenkacke nicht, aber dafür x'e ich deine Hirsche auch. Okay. So, Scheidungsgrund. Heiraten und dann mit einer anderen durchbrennen. Ah, das klingt gut. Das klingt schon gut, ja. Ne? Das ist nicht so eine englische Art. So, wie lange hast du das da geschrieben? Hochzeitstag vergessen. Ja, okay. Zum fünften Mal. Aber dann ist man doch gar nicht verheiratet. Wie? Nein, wenn du das Nein, wenn du vergisst, verheiratet bist und dann das erste Jahr, das ist man nicht so, weißt du denn? Also du bist verheiratet und vergisst den Hochzeitstag. Also, aber dann kannst du dich ja gar nicht vermählen, weißt du? Wenn du den vergisst. Nein, es geht um den Hochzeitstag, wenn du schon verheiratet bist. Genau. Ach so. Ah, okay, jetzt habe ich. Ja. Und was hat André? Hochzeit sabotieren nach dem Ja-Wort. Das heißt, warte mal, aber das musst du jetzt erstmal erklären, weil wieso würde man denn seine Hochzeit sabotieren, aber noch durchziehen wollen, dass man sich das Ja-Wort gibt? Irgendwie finanzielle Gründe oder was? Dass du dann direkt wieder irgendwie da die Hälfte des Geldes mitnimmst und direkt wieder entscheiden kannst? Ja. Als Beispiel, das ist. Ich weiß nicht, ob das rechtlich gut ist, wenn du das so schnell hinterher machst. Wenn nicht, dann könnte, glaube ich, die Braut in dem Fall dann entsprechend dagegen wahrscheinlich klagen, wenn sie Geld haben möchte. Also, das ist nicht finanziell, glaube ich, nicht vorteilhaft. Vor allem, wenn sie dann irgendwie Zeit springen als Superkraft hat, na, dann. Ja. So, das ist ein Anstoß. Okay. So, Filmeserien. Hulk. Heidi. Harry Potter und die Kammer der Schrecken zu random irgendeiner. Ja, okay. Ja, nein, ich musste ja ein. Film nehmen, weil sonst wäre es ja eine Filmreihe. Ja, ich finde, dann sind wir wieder bei Kevin. Ja, okay. Ich hätte das ist perfekt. Ja, okay. Vielen Dank. Ich hätte das durchgehen lassen. So.
Okay, und was hat der Bichler geschrieben? Hinterholz 8. Ja. Das ist ein österreichischer Film. Perfekt. Jetzt ja. ist die große Frage. Bist du wieder drin, Bichler? Nee. Wie traurig. Ja. Nee, sehr gut. Dann hast du alles. Dann machst du einfach so mit. Perfekt. Letzte Runde. Abfahrt. Fuck, das ist vorbei. Außen vorbei. Nein. Ist einmal reinposten, oh, ich glaube, das wird eine ganz schlimme Runde jetzt. Ja, also ich habe bei vier Dinger nichts im Chat. So, wie ist das jetzt hier mit B-Fly? Ja, er postet das. Er hat es hier reingepostet. Okay. Chile. Ah, cool. Ja, wir haben zweimal Chile. Mein Kolumbien müssen wir, glaube ich, wegpacken. Ich glaube, Kolumbien schreibt man nach Kolumbien mit K, oder? Genau, nach deutscher Schreibweise mit K. So, was hat. Auch Chile? Okay. So, Chile, Chile, Chile. Ja, genau. So. Okay. So, Stadt. Canberra. Canberra? Ja. Das ist okay. Eine starke Stadt in Australien, genau. Was Celle, auch stark. Chicago, Celle, ja, ich habe auch zuerst Chicago, Celle gehabt und wollte dann noch auf Chemnitz fahren. Ja, Chicago stark, Celle, Chemnitz, das ist alles stark. Also wirklich, das ist alles stark. Kann man nichts sagen. Chemnitz würde ich auch zuerst nehmen. Call of Duty, Modern Warfare 3 habe ich geschrieben, falls irgendwer das Call of Duty schreibt. Ja. So, B-Fly hat geschrieben, CSGO. Ich habe CSGO, auch, ist vertauscht. Auch Classic Game, man. Ist das nicht Counter-Strike Global Offensive oder heißt das wirklich CSGO? Also man sagt CSGO, also... Man sagt, aber das heißt nicht, wie es heißt. Du könntest eh nicht weg-X'en. Das ist aber trotzdem weg. Champion Squad, habe ich schon mal gehört. Das ist tatsächlich ein Fußball-Game. Okay, ach, du kennst dich aus, ne? Todesursache, Clown fällt beim Jonglieren auf dich rauf. Oh, oh, ganz gefährlich. Besonders, wenn er fett ist. So. Okay, so, B-Fly hat geschrieben... Chirurgischer Fehlangriff. Das ist vertauscht. Fehlangriff. Okay. Das ist auch stark. Ja, das ist stark. Das finde ich auch sehr weit hergeholt, aber es ist total richtig. Ja, wunderbar. Sehr, sehr gut. Ja. So, Kevin hat nichts geschrieben. Ja, keine Ahnung. Und dann sind wir noch bei André, der hat Champagnerflasche zerschmettern und in den Leib rammen. Ja, das kennst ist du das? Geil. Ja. Geil. Nee, kenn ich jetzt nicht. Sagen, echt nicht? Wenn du einfach so eine, also ich habe jetzt einfach... Ach so, doch, immer so bam, Flasche, bam. Weißt ja, auch, dann ja, sind doch da die Spitzen. Ja, absolut. Ja, ich meine, du hast mich jetzt gefragt, ob ich das für mich kenne. Ach so, gerne nein, du selbst? Nein, nein. Würde ich auch von abraten. Ja, in der Tat. So, Dinge, die man jeden Tag macht. Chillen. Absolut. Das kriege ich leider nicht jeden Tag hin, tut mir leid, das muss ich nicht. Cool sein ist auch sehr stark, B-Flyer. Cool sein. So, jetzt musst du Chlor erstmal erklären, André. Also das... Moment, ich kann weg-X'en. Ich kann nicht mehr weg-X'en aus irgendeinem Grund. Kannst du nicht? Das ist ja sad. Ja, dann bleibt es so, wer will sehen. Ja, das wäre ich stehen geblieben, weil Bichler nicht weg-X'en, oder? Ich kann wirklich nicht, ich klicke hier rauf. Sad. Klick hier und das passiert nicht. Da, hörst du? Da. Ich höre. Wir hören dein Klicken, in der Tat. Ich wollte es eigentlich ausführen, aber... Ja, willst du noch ausführen? Sonst habe ich gleich auch Chlor, also... Ja. Chlor im Schwimmbad nicht riechen. Gut. Das perfekt. Ist auch gut. So, also wie gesagt, ich hab cool sagen, Kevin nichts und du hast Chlor geschrieben, was wir weggelegt haben. Ja. So, unnötige Superkraft. Chlor im Schwimmbad nicht riechen. Ja, okay. Mhm. Aber ganz ehrlich... Ja. Ich sehe... Willst du jetzt sagen, dass das doch nicht unnötig ist, weil man will das nicht riechen? Ich will es riechen. Das gehört für mich zum Schwimmbad dazu. Boah, weiß ich nicht. Naja, wenn du es riechst, heißt eigentlich, dass das Wasser nicht so sauber ist, sondern dass da... Ja, man riecht es aber immer, oder nicht? Also ja, aber für mich ist ja, für mich hält es aus. Also das ist auch keine Superkraft. Ja, ist ruhig, ist okay. Ich aber Leute, die keinen guten Riechkolben haben, so. Es gibt ja durchaus Leute, das ist keine Superkraft. Das ist eine geistige... nicht eine geistige, sondern eine körperliche Behinderung. Pass auf, ja. Du bist der Einzige, der gerade das X'en kann. Ja. Das ist sehr gut, um das mal kurz festzuhalten. Aber wahrscheinlich will ich auch als Einziger. So, was hat denn B-Fly geschrieben? Chinesisch rückwärts sprechen. Ich hab Chinesisch geschrieben. Ich weiß nicht wieso. Das ist Chinesisch rückwärts sprechen. Okay, aber das ist auch sehr unnötig in der Tat. Ja, Louis, ich hab dich trotzdem lieb. Alright, so, wo waren wir? Da, Hilfe. Chamäleon-Geräusche stummen, weil Kevin nichts geschrieben hat. Und Chamäleon-Geräusche stummen. Ja. Ja. Die können tatsächlich Geräusche von sich geben. Echt? Ja. Was machen die? Die machen so Yoshi. Warum? aber ganz ehrlich, die sind wirklich so unauffällig, die braucht man nicht stumm. Also aber ist doch, also, ja, okay, ich verstehe. Okay. Weißt du, es ist interessant. Unnötig.
Ja, okay. Die machen muss das Sound beim Farbwechsel. Superkraft, absolut. Ja, der Farbwechsel ist ja, okay. Toll. Dann warst du ja mal kreativ unterwegs, nicht schlecht. So, Scheidungsgrund, da habe ich nichts geschrieben, krass. Oha. Ja, ich weiß nicht, was ich... durch Zeitreise. So, was hat... Ja, wenn jemand ermordet, ist das ein Scheidungsgrund. Wenn jemand, wenn mein Partner jemanden ermorden würde, wäre das eindeutig ein Scheidungsgrund. Und irgendwie musste ich das da reinbringen. Also irgendwie ist mein Gedanke von Caesar gekommen. Caesar ermordet durch Zeitreise. Wieso Scheidungsgrund? Das macht gar keinen Sinn. Nein. Ja, nicht wirklich. Mein Kopf war halt, wenn der Partner jemanden ermordet, ist das ein Scheidungsgrund. Absolut. Und dann habe ich das irgendwie da reingequetscht. Ich würde mich auch selbst x'en, wenn ich könnte. Das ist sehr gut. So, Chemie stimmt nicht, hat Wiesler noch geschrieben. Ja, ja. Das ist ein sehr guter Scheidungsgrund. Ja. Chlor als Gift in Getränk. So, jetzt ist die Frage, jetzt hast du natürlich ein zweites Mal Chlor benutzt. Ja, aber das erste Chlor habe ich direkt weggeixt. Weil ja, okay. Das habe ich ja, auch einfach okay. Nur so. Ja, es ist. So, und noch Film und Serien habe ich Cabinets of Curiosities, eine sehr, sehr gute Horrorserie, die es jetzt auf Netflix sieht, gerade von Horrormeister Guillermo del Toro oder wie der heißt. Eine absolut klasse Serie, kann ich jedem empfehlen, der Horrorserien mag. Es. 8 verschiedene Geschichten, alle unterschiedlich, alle mit einem neuen Style. Spanische Produktion? Richtig. Nein. Okay. Del Toro? Aber es ist. Ja, der ist wieder Spanier, weiß nicht. Auf jeden Fall eine unfassbar gute Serie, wenn man auf Horrorsachen steht. So, B-Fly hat geschrieben, Captain America. Captain America. Ganz Classic unterwegs hier. Auch da das kann ja auch jeden empfehlen, der Amerika mag. Ja. Der Captain also mag. Ja, der Charakter Amerika in, der Marvel, Marvel-Universum ist echt nett, also kann ich auch sehr empfehlen. Okay. Sympathisch, Smash. Aber das hat nichts mit dem Film Captain America zu tun, aber es gibt einen Charakter, der heißt Amerika einfach. Ja. Oh, okay. So, Countdown. Smash. Oh, das ist ein Film, ne? Das ist eine britische Serie. Oh, okay, nevermind. Okay. Ja, okay. Es existiert absolut, deshalb habe ich nachgefragt, ob das erlaubt ist. Ja, ist absolut. Okay. Und Camp Rock. Camp Rock, was, kennt ihr nicht? Mein Gott, Disney, das kenne ich irgendwoher. Oh Gott, das ist in meinem Gehirn irgendwo verbuddelt, Camp Rock. Okay, damit können wir tatsächlich die Ergebnisse bestätigen. Und jetzt gucken wir uns an. Gewann Hachi. Wow. Das ist André. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Man muss aber auch sagen, ja, B-Fly ist ein bisschen raus. Das ist irgendwie komisch. So. Ja, es ging um Spaß, würde ich sagen. Und den hat er noch Hoffnung? Ja, ganz Geheimnis. Aber ohne Witz, es war tatsächlich ziemlich chill. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das in dieser Konstellation gemacht haben, weil das hat zu einer anderen Art von Folge geführt, finde ich. Weil ja. André und Kevin und... Der Intellektuell, muss ja, ich sagen. Ja, das hat alles so noch ein bisschen was anderes gebracht, als wir vor 2 Jahren... Damals ist einfach nur ein Bam-Bam-Bam-Eskalation immer gewesen. Weißt du noch, wie ich gleich damals... Das war auch immer gut. Es war auch immer richtig gut. Aber das war anders gut. Deswegen vielen lieben Dank fürs dabei sein. Und ich hoffe, es hat euch gefallen beim Zuschauen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Weihnachtsvideo von mir. Mach's gut, bis dahin und tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.